So, herzlich willkommen zu einem kleinen Review, zu einer kleinen Produktvorstellung von einem Senioren-Smartphone Doro 8031. So sieht das aus. Okay, packen das mal aus. Das Smartphone selber. Was ist noch dabei? Normales Aufladekabel, USB, Micro-USB, Standard, Kopfhörer, und eine Ladestation. Handy aus. So sieht es aus. Die technischen Daten werde ich jetzt nicht präsentieren. Ich denke, das kann sich jeder selber im Internet anschauen. Wir machen hier mal die Klappe ab. So sieht das von innen aus. Ich habe jetzt schon eine Micro-SD drin, hier ist die SIM-Karte. Das müsste eine Nano-SIM, nee, Nano nicht, Micro-SIM sein. Das ist also keine Dual-SIM, man kann nur eine reinmachen. Okay, machen wir mal wieder zusammen alles. Und stellen es mal an. Achso, wir können ja nochmal hier gucken. Also Ein- und Ausschaltknopf, leise, lauter, Kopfhörer, Aufladekabel. Zum Foto machen eine Taste, finde ich sehr gut für ältere Menschen. Ja, das war's. Dann stellen wir es erstmal an. Natürlich drauf, was sonst. Ist natürlich von der Performance her nicht sehr gut, muss man dazu sagen, kostet 149 Euro. Dafür ist es eigentlich, zu teuer. Wie gesagt, die technischen Daten werde ich jetzt nicht runterpredigen, das kann sich jeder selber aussuchen. So, aber es ist vollkommen in Ordnung. So. Hier oben, wenn ich es hier zuhalten würde, Android, wie man es kennt. Aber hier unten, da steckt eben einiges dahinter, was für Senioren sehr gut ist. Man kann das hier auch noch hochwischen. Das sind also alles Buttons, die man so braucht. Hier kann man wieder zurück. Dann hat es natürlich auch noch eine Zurück-Button, einen Haus-Button, also wenn man zurück zum Startbildschirm kommt und alles, was offen ist. Kann man hier sich angucken. Okay, gehen wir nochmal zurück. So, wenn ich jetzt einem älteren Menschen das erkläre, was willst du machen? Ich möchte anrufen. Anrufen. Wen möchte ich anrufen? Eine Nummer, also zum Eintippen oder ein Kontakt? Machen wir mal eine Nummer. Und ich kann die Nummer wählen und das war's. Und hier oben steht immer, das werden wir jetzt gleich noch öfter sehen, ich möchte. Können wir gucken, was sich hier jetzt drunter verbirgt. Einstellungen öffnen, okay. Gehen wir zurück. Was könnte man noch wollen? Was senden? Eine SMS, WhatsApp. Gehen wir mal drauf, senden. Er fragt mich wieder, was möchte ich senden? Eine Nachricht? Eine E-Mail? Ein Bild? Ein Video? Gehen wir mal auf eine Nachricht. Genau, und jetzt fragt er eine Nachricht, damit meint er SMS oder wollen Sie eine WhatsApp verschicken? Kann ich drauf gehen und er
So, jetzt kann ich mir hier einen Kontakt raussuchen und kann da eine WhatsApp schicken. Okay, jetzt ist gerade, das Handy war aus, jetzt hat jemand probiert anzurufen. Dann steht hier gleich ein Ausrufezeichen bei Anzeigen. Sehr schön, also klicke ich drauf. Hier steht es wieder eine 1. Ungelesen SMS, Nachrichten. Günther. Brigitte. Okay. Sehr schön. Also das merkt man immer, wenn irgendwas Neues reintrudelt, ist hier ein Ausrufezeichen dran, entsprechend. Okay, was kann ich noch wollen? Ich habe Bilder gemacht. Wie komme ich da hin? Anzeigen. Ja, Anzeigen. Meine Bilder und Videos. Hier ein sehr schönes Video. So, jetzt steht hier oben. Das finde ich genial. Ich möchte. Was möchte ich denn? Ich möchte dieses Bild weiterleiten. Ich möchte dieses Bild löschen. Ich möchte dieses Bild weiterleiten. Kommt mir häufig vor. Wie möchte ich es denn weiterleiten? Per WhatsApp, per E-Mail. Geht alles total easy. Einmal zurück. Ich möchte dieses Bild löschen. Löschen, okay. Gelöscht. Total einfach, total easy. So kann man die Bilder durchblättern. Kann natürlich auch wischen. Wir reden hier, wie gesagt, von einem Smartphone für Senioren und für Einsteiger. Da finde ich das einfach optimal. So, was haben wir hier noch? Hinzufügen. Ich möchte einen Kontakt hinzufügen. Ich kann einen Kontakt angeben. Alles total easy, eine super Oberfläche. Was möchte ich noch hinzufügen? Eine App. Ich möchte eine App hinzufügen. Play Store durchsuchen. So, jetzt kann ich mir meine App auswählen. Alles kein Problem. Was haben wir noch? Entdecken. Mein Telefon entdecken. Wie ruft man an? Allgemeine Funktion. Also hier kann man noch, ist wie so eine kleine Bedienungsanleitung, sag ich mal, die hier drauf ist. Sicherlich für ältere Leute auch nicht schlecht. Wie man ein Bild sendet. Jetzt zeigt er hier, ne? Alles ist grau. Man soll auf Senden gehen. Man soll auf ein Bild gehen. Ich möchte ein Bild senden an einen Kontakt und so weiter und so fort. Also er führt einen da so ein bisschen durch und heran und zeigt, wie man die Standardfunktion nutzen kann. Man kann natürlich auch zur Seite wischen, dann hat man hier die ganzen Apps drauf. Also man kann ganz normal, man kann hier bei Google reingehen. Da habe ich jetzt den Play Store mit reingehauen. Kann man eben ganz normal das so auch benutzen. Man muss nicht diese Oberfläche benutzen, man kann es eben machen. Ja, ziehen wir mal hier runter. Ja, hier ist halt die Infos, wie man es kennt. Hier oben kann man ein- und ausstellen, Einstellungen. Genaue Einstellungen kommt man auch hier so normal ran. Einstellen. Was möchte ich einstellen? Mein Wecker. Mein Startbildschirm. Meine Audio-Option. Ich gehe nochmal einmal zurück. Wenn ich bei allgemeine Optionen reingehe und dann bei Android-Einstellungen, dann kommt das gewohnte Bild, was man von Android kennt. Also man kann hier auch die ganz normalen gewohnten Android-Einstellungen vornehmen. Ja, hier kann man natürlich suchen, ganz normal. Geht alles wunderbar. Ein Foto machen, kann ich ja nochmal zeigen. Also hier haben wir ja die Taste hier oben. Einmal kurz gedrückt. Und schon bin ich im Kameramodus und könnte Bilder machen. Also alles im Allen, nicht das schnellste Handy natürlich. Hat glaube ich bis 8 GB Speicherplatz, ist natürlich nicht doll, aber ich habe eine SD-Karte drin, bis zu 32 GB. Funktioniert super. Aufladen auch ganz einfach. Einfach hier rein, zack.
und er lädt auf, wenn natürlich das Kabel angeschlossen ist, ist klar. Das brauche ich ja jetzt, denke ich mal, nicht zeigen. Also das geht auch wunderbar. Was ich sagen muss, beim Laden, so ging das Laden wirklich super. Aber was ich sagen muss, wenn man das Kabel benutzt und das Kabel direkt reinsteckt, was natürlich auch geht, ich habe es jetzt nicht in der Steckdose, deswegen kann ich es jetzt nicht zeigen. Aber wenn ich das Kabel direkt reinstecke, wie soll ich sagen, mal lädt es nicht. Es ist ein bisschen quackig, sagen wir mal. Aber mit der Ladestation geht es wirklich wunderbar. Also alles in allem wirklich ein super Handy. Kann ich jedem nur empfehlen. Ältere Leute kommen damit wunderbar klar. Ich finde das genial. Ich finde das wirklich genial. Anzeigen. Bilder. Ich möchte. Das finde ich super. Ich möchte. Anzeige ändern, Bilder löschen, einstellen. Wunderbar. Okay. Das war's. Und was man noch erwähnen kann, ist, dass da hinten eine Notruftaste drauf ist. Und wenn man diese 3 Sekunden lang drückt oder in einer Sekunde zweimal schnell hintereinander, dann werden hintereinander die Telefonnummern angerufen, die man vorher eingespeichert hat. Also man kann mehrere Notrufnummern hinterlegen von Angehörigen und mit Drücken dieser Notruftaste werden die dann nacheinander, falls nicht abgenommen wird, automatisch angerufen.